Hallo und herzlich willkommen zu den DokuSnap How-To-Videos. Wir wollen uns hier in dem Format einfach ein paar Beispiele angucken aus unseren How-Tos. Wir haben eine ganze Menge How-Tos, die finden Sie auf unserer Homepage unter dokusnap.com/support. Schauen Sie auf jeden Fall mal rein. Und jetzt schauen wir uns IT-Assets an, das heißt manuelle Assets anlegen und in Ihrer DokuSnap-Datenbank einbinden. Das ist ein ziemlich cooles Thema, also hinterher und reinschauen. IT-Assets, das bedeutet, wir haben uns in DokuSnap innerhalb der Datenbank einen Platz für sonstige Assets und diese wollen wir befüllen, in dem Fall heute mit dem Beispiel IP-Telefone. Ja. Manchmal werden die erfasst über SNMP, manchmal auch nicht. Wenn Sie allerdings eben Ihre IP-Telefone abbilden möchten in der DokuSnap-Datenbank, dann sind IT-Assets da eine klasse Möglichkeit. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal gemeinsam. Schauen wir in die Software rein. So, hier haben wir mal wieder unser bekanntes DokuSnap-Dashboard. In der Mitte mit den Inhalten, auf der linken Seite finden Sie den Daten-Explorer, oben unsere Ribbon-Buttons und unten finden Sie die vier Hauptpunkte, Inventar, das ist alles, was reinkommt, Doku, das ist alles, was rauskommt, Lizenzmanagement ist klar und IT-Sicherheit mit der Bedächtigungsanalyse. Für unsere IT-Assets haben wir hier einen Ordner namens Assets und darunter finden Sie sonstige Assets. Und hier habe ich schon mal ein Asset-Verzeichnis angelegt. Dort können Sie selber eigene Ordner ergänzen und auch planen. Und dafür wechseln wir jetzt einfach mal gemeinsam in die DokuSnap-Administration und wählen dort IT-Assets aus und klicken auf IT-Assets verwalten. Da sehen Sie auch gleich, dass wir hier in der IT-Ordnerstruktur sind. Und jetzt können wir hier zum Beispiel eine neue Unterkategorie definieren und als Name, das ist jetzt der Name lediglich für das Feld, nehmen wir jetzt mal Phone und im Deutschen nehmen wir Telefonie und im Englischen nehmen wir Phone. Das Ganze speichern wir und darin machen wir eine neue Klasse und die Klasse nennen wir IP Phone. Das anzuzeigende Feld werden wir dann später noch auswählen und dort machen wir IP Telefon und im Englischen IP Phone. So, das Asset wird jetzt automatisch erstellt mit den beiden Tabs General und Organization bzw. Allgemeines und Organisation. Und hier unter Allgemeines wollen wir dann mal zusätzliche Informationen hinterlegen und zum Beispiel eine Eigenschaft wie einen Hersteller. Das machen wir entsprechend Hersteller und Vendor und speichern das Ganze. Wir wollen ein Modell. Model und dann möchten wir noch einen Namen. Das klingt relativ ähnlich im Englischen und im Deutschen. Und was wir hier auch noch machen, ist Netzwerkinformationen. Und das machen wir Netzwerkinformationen. So, und das wählen wir jetzt als Typ Netzwerkinformationen aus. Das bietet dann die Möglichkeit, dass wir hier direkt IP-Adresse, MAC-Adresse und Subnet-Maske erstellen können. So, jetzt mache ich mal Administration beenden, habe das Ganze gespeichert und wechsle hier zurück in die Assets. Und dann gucken wir uns mal an, dass wir hier unter Telefonie ein neues IP-Telefon erstellen. Hersteller nehmen wir jetzt mal die Itelio GmbH und das Modell ist unser DokuSnap. Und der Name ist Telefonie 5.0 und die IP-Adresse, sind wir mal kreativ und nehmen 192.168 und dort die 2 und dann die 3 und als Subnetmaske machen wir die hier und eine 0. Das Ganze speichern wir und voilà, da haben wir jetzt hier unser erstes IP-Telefon hinterlegt. Könnte man jetzt noch hier einen Standort zuordnen. Und wenn wir das Ganze jetzt im Netzwerkplan öffnen, dann sollten wir hier unser IP-Telefon in dieser IP-Range sehen. Und das wird dann hier in der gesamten Demo-Datenbank, die ich hier habe, mit eingepflegt. So schnell kann es gehen und man hat sein erstes IT-Asset angelegt und eingepflegt gleichzeitig. Ja, da können Sie natürlich jetzt noch viel Feintuning betreiben und da lade ich Sie wirklich gerne herzlich ein. Schauen Sie sich die How-To's an. Sprechen Sie uns gerne an bei Fragen, tauschen Sie sich mit anderen im Forum aus und natürlich folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, auf unserer What's New-Seite und natürlich DocuSnap, we understand IT.